Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Tutorial. Heute zeige ich euch den Einbau eines HPI-Reduziergetriebes in euer Tamiya CC01. Es gibt zwei große Vorteile für den Einbau eines Reduziergetriebes. Erstens, da der Motor jetzt viel mehr Kraft hat, könnt ihr viel größere Steigungen bewältigen. Zweitens, ihr benötigt keinen Fahrregler mit integrierter Handbremsfunktion mehr. Euer Fahrzeug wird nun allein durch das Getriebe am Berg gehalten. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Hier die beiden großen Nachteile des Umbaus. Euer Auto wird laut! Wahnsinnig laut! Und die Höchstgeschwindigkeit des Autos verringert sich drastisch! Aber wenn euch die Nachteile nicht stören, zeige ich euch jetzt, wie man das Reduziergetriebe einbaut. Folgendes wird für den Einbau benötigt. Als erstes natürlich das Reduziergetriebe von HPI. Im Set enthalten sind alle benötigten Schrauben sowie das benötigte Ritzel mit 15 Zähnen. Ihr benötigt ebenfalls ein Modul 0.6 Motorritzel mit 20 Zähnen. Und ihr benötigt natürlich ein Tamiya CC01 Chassis, an welchem wir verschiedene Modifikationen vornehmen müssen, damit das Getriebe reinpasst. Los geht's! Öffnet die vier Schrauben des Getriebedeckels und entfernt den Deckel. Nehmt jetzt den Motor heraus. Schraubt nun den Motor von der Motorplatte und entfernt ebenfalls das Motorritzel. Montiert nun das Ritzel aus dem HPI-Set an den Motor. Öffnet die drei Schrauben des Reduziergetriebes und entfernt vorsichtig den Deckel. Entfernt die beiden Zahnräder aus dem Getriebe. Montiert nun wie gezeigt die Getriebebodenplatte an den Motor. Jetzt könnt ihr alle Zahnräder wieder einsetzen. Achtet dabei auf die kleine Beilagscheibe, welche auf die Spitze des kleinen Zahnrades kommt. Überprüft auch nochmal, ob die Zahnräder sauber ineinander greifen. Jetzt könnt ihr das Getriebe wieder schließen. Der nächste Schritt ist nun die Montage des Motorhalters. Der Motor kann in zwei verschiedenen Positionen eingebaut werden. Einmal für den Einsatz eines 16-Zahn-Ritzels, die zweite Position ist für den Einbau eines Ritzels mit 20 Zähnen. Da bei unserem Motorritzel mit 20 Zähnen zum Einsatz kommt, müssen wir diese Position verwenden. Schraubt nun den Motor so an den Motorhalter, dass sich das HPI-Logo auf der rechten Seite befindet. Montiert nun das 20-Zahn-Motorritzel. So sieht das Ganze dann aus. Wie ihr seht, passt der Motor mit dem Getriebe nun nicht mehr ins Chassis. Deshalb müssen wir diesen Teil entfernen. Nachdem wir diesen Teil entfernt haben, passt der Motor nun wieder rein. Beachtet bitte, ihr könnt den Original-Batterieschacht jetzt nicht mehr verwenden. Ihr müsst also einen neuen Platz für eure Akkus finden. Der Getriebedeckel passt ebenfalls nicht mehr und muss etwas modifiziert werden.
der Bearbeitung sollte der Getriebedeckel in etwa so aussehen. An dieser Stelle muss ebenfalls noch etwas nachgearbeitet werden. Hier könnt ihr nochmal genauer sehen, an welcher Stelle der Getriebedeckel geschnitten werden sollte. Jetzt könnt ihr euren modifizierten Getriebedeckel wieder aufsetzen. Schraubt nur noch die 4 Getriebedeckelschrauben wieder ein. Fertig! Viel Spaß mit eurem modifizierten Fahrzeug!